Kapitalvernichtung. Seit SVB in die Pleite rutschte, wurde in den USA ein Börsenwert von 1,6 Billionen US-Dollar vernichtet. Die Credit Suisse am Mittwoch, 15. März 2023, als weitere Bank von der Schweizerischen Notenbank 50 Milliarden Franken geliehen wurde. Am Donnerstagabend, 16. März 2023, die kalifornische First Republic Bank Unterstützung in Höhe von 30 Milliarden Dollar erhalten soll, nicht von der Notenbank, sondern von 11 privaten Großbanken. Diese Geschehnisse dürften für Deutschland keine Auswirkungen haben, da seit 2008 die deutschen Banken Vorkehrungen vornahmen, um diesen Auswirkungen nicht zu begegnen. Lagardes kann für Europa unbesorgt Zinserhöhungen vornehmen. Grafik und Thema im Handelsblatt am 17. März 2023 FC.